So, dann geht es jetzt los. Juhu. Jetzt werden wir eskalieren. Eskalieren? Hm. Warte mal, wir machen es anders. Wir brauchen mehr Holz. So und so. Juhu! Benni, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Toilettenpapierrolle reinstellen, viel besser. Ja, kommt ja wieder, der Diablo. Gute! Davon hatten wir es aber gerade. Wenn im Kühlschrank Feuchtigkeit ist, dann stellt offenen Reis in den Kühlschrank. Reis ist hygrophil und zieht Wasser aus der Luft. Onkel Fest, der Reis ist ja noch besser, klar. Man macht ja auch Reis in den Salzstreuer rein. Hast du recht, Onkel Fest, der. Muss ich mal machen. Pharma-Salat ist voll lecker, probier mal. Okay, mit Ananas. Ich esse ja auch gern Ananas-Hexe. Aber der ist dann aber auch mit Mayo, ne? Momentan trinke ich weniger Bier, abends eher ein Glas Rotwein. Ja, jetzt kommt die Jahreszeit wieder, dann trinkt man lieber Rotwein, gell? Darf ich auch nicht trinken. Ist aber gut fürs Herz. Auch kein Gläschen. Ja. Auch nicht hier ein bisschen. Aber gerade Rotwein... Was? Rafi, in dem Geldlager sind auch 10 Steinpfeiler. Okay. Ja, gerade Rotwein lässt meine Entzündungen wiederkommen. Das ist ja das Schlimme. Dann entzündet sich alles wieder. Dann lass es doch einfach. Das lass ich auch. Gut. Musst du mehr saufen. Genau, ich trinke für uns beide. Yeah. Ja. Ich weiß nicht, warum wir es jetzt gerade die ganze Zeit davon haben, aber... Trebo moin! Na, alles klar? Und Willi, auch einen wunderschönen. Na, wie geht's dir? Oh, der Radler geht auch. Denke aber, in Salzburg werde ich mal ein leckeres Bier dort probieren. Für was ist denn Salzburg bekannt? Für welches Getränk, Alexander? Wird in Salzburg Alexander eher Wein, oder? Ist es Wein? Nee, eigentlich nicht, ne? Was ist denn in Salzburg? Alexander muss auch für mich mittrinken. Also muss er doppelt trinken. Ab sofort Reis, Salz und Toilettenball in den Kühlschrank. Lebensmittel ins Kämmerchen. Salzburg hat kein leckeres Bier. Was gibt's denn in Salzburg zu trinken eigentlich? Ich glaube, die Österreicher selbst, die trinken gerne Feldliner. Grüner Feldliner ist, glaube ich, doch in Österreich bekannt, ne? Genau. Fläumchenlikör. Alpengeist. Haselnussschnaps. Inländerrum. Magenbitter. Walnusslikör. Zirbenlikör. Und Weinbrand. Nee, nur normale Getränke. Keine Ahnung, ich habe hier gesucht. Salzburg. Ja. Allerberger Bräu. Stiegel Freibier. Stiegelpilz. Stimmt, Stiegel ist Österreich. Stiegel, Alexander, ja. Die haben auch kleine Brauereien. Die ist eher nicht so die Weinregion. Ja, habe ich mir gerade auch gedacht, ne? Roma Pilz. Hab ich mir gerade auch gedacht. Wieder ein paar Kisten dahin. Salzburger Nockerln ist dort Tradition. Ja, es geht ja um Getränke. So kein Getränk, oder? Oder habe ich was verpasst? Oh, dafür brauchen wir auch Kletterpflanzenglibber. Für alles brauchen wir Kletterpflanzenglibber. In Glabalabalaba. Ja, dann muss ich schmelzen. Immer weiter schmelzen. Und jede kleine Insel mitnehmen mit Glibber. Ich sehe den Kran. Von hier aus. Ja, kann sein, dass wir wieder vorbeischippern gerade. Weil wir die Koordinaten noch drin haben. Girl, I wanna make you sweat. I wanna make you wet. Sweating in a sweat no more. Nadine ist high. Ja, bin ich.
brutal high. Hi, hi, hi. Hi, 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 today. Space taxi to the sky. Beine auseinander. Beine wieder zu. Raus bist du. Stiegel habe ich im Montag vorprobiert, das hat mir nicht geschmeckt. Ja, mir schmeckt es auch nicht. Ich finde, Bier sollte für Kinder verboten werden. Was? Wie kommen Sie jetzt da drauf, Trevo? Ich will auch mehr regionales Essen dort probieren. Ja, das macht man auch, Alexander, ganz klar. Ganz klar, das macht man auch. Man muss es genießen, wenn man dort ist. Das muss man alles mitnehmen. So. Weiter schmelzen, mein Freund. Und wieder eine Kiste aufmachen. Und wegsortieren. Oh ja, die Mozartkugeln. Oh ja, die Mozartkugeln. Oh ja. Oh ja. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wo ich war. Wo war ich denn? Wie hieß denn der Ort? Aber es war Bayern. Es war ein Ort in Bayern. Bad Reichenhall, kann das sein? Bad Reichenhall war ich mal gewesen. Da ist ein riesiger Laden, was heißt ein riesiger Laden, aber ich als Kind, die gerne Mozartkugeln isst, fand das halt geil, weil ich kenne das nicht hier. Das ist ein eigener Laden nur mit Mozartkugeln. Nur Mozartkugeln, ein riesiges Geschäft. Fand ich voll geil. Geil. Ja. Das gibt's ja bestimmt auch, Alexander. Oder meinst du? Ich weiß gar nicht mehr, ob es heutzutage noch solche Läden gibt. Boah, ja, ich lasse die mir schmecken, denn die du hier kriegst, schmecken nicht so gut. Ja, ist halt dann fabrikfrisch wahrscheinlich dann eher Hexe, ne? Das ist wie, ja, Bad Reichenhall, genau. Das ist wie mit, wir haben zum Beispiel hier auch, jetzt muss ich aufpassen, wie man es heutzutage ausspricht, eine Schaumkussfabrik. Und die Schaumkussfabrik, die schmeckt ganz anders. Also die Schaumkussfabrik schmeckt anders, ja. Die Schaumküsse schmecken ganz anders. Ihn steht an der Fabrik und leckt die Fabrik an. Also frisch aus der Fabrik ist schon was anderes. Ist schon geil. Ja. In Bad Ischgl. Bad Ischgl kenne ich gar nicht. Ich kenne nur Ischgl. Okay. Salzburg, die Stadt von Mozart, da findest du an jeder Ecke sowas. Ja, es hätte ja sein können nach Corona und so, dass vielleicht auch diese Läden vielleicht gar nicht mehr existieren. Weil die kannst du ja quasi in jedem Geschäft kaufen. Aber, ja. Ajoli. Ajoli. Diese Köder, diese Angelköder haben wir noch nicht, ne? Angelköder, die für den Hai. Nein, was doch, Köder für die Angel. Ach so, nee, die verbrauche ich ja immer gleich auf der Insel. Ich kaufe die mir und verbrate die gleich beim Händler und kaufe mir dafür was. Aber das brauchen wir ja nicht mehr, weil wir haben ja den Händler komplett freigeschaltet schon. Ja, habe ich alles schon geangelt. Oh. Ja. Deine obere Plattform ist fertig, aber ich weiß nicht, wie groß noch. Ja, hat Hexe doch geschrieben, Bad Ischgl. Was meinst du? Ich hab hier zugemacht oben. Auf 11 cool. Uhr ist ein großes Los. Was ist los?
Soll ich nochmal ausrechnen? Ja, warte mal. Das ist jetzt die Breite gewesen, 28. Aber ich glaube, ich habe gar nicht 28 gemacht. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Boah! Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 24 haben wir jetzt breit. Ja, reicht ja. Meinst du? Mhm. Also, wir haben jetzt 24 breit und brauchen 260 lang. Aber irgendjemand, also es ist anscheinend egal, ob gerade oder ungerade, weil es geht so und so. Racker. Ja, genau, Alexander, auf alle Fälle. Ja. Und dann kommt die Länge dran, wo am Ende, also hier vorne wird der Eingang sein von dem, also diese Treppe hier ist, wenn man sieht, wie soll ich das erzählen? Also, wo die dritte Klasse war, wo de Leonardo eingestiegen ist. Na, das ist hier unten. Ist das dann quasi die Mitte? Muss man nochmal in Discord die Titanic uns anschauen, ne? Raft. Raft Partyschiff. So, wo ist der Eingang des Partyschiffes? Keine Ahnung, das sind die Stockwerke. Hier ist ein Bild von der Titanic. Oh je, sieht man aber auch nicht den Eingang. Rafi, wieder auf dem Elf ist ein Floß. Wieder. Ich glaube, der Eingang ist so im letzten Drittel des hinteren Buges. Ach gut. Da ist jetzt die Tür, würde ich sagen. Also das heißt, nach da hinten geht's noch ein Stück weiter, aber das ist ungefähr so das hintere Stück. Ja, dann bereite vor und ich baue fertig. Ja, aber wir haben ja noch gar kein Holz. Ein bisschen habe ich auf der Tisch. Ja, das reicht aber wahrscheinlich nicht. Nö, auf jeden Fall nicht. Noch jede Menge, was wir brauchen. Ja. Deswegen, es muss nach und nach getan werden. Ja. Ob du es glaubst oder nicht. So oder nicht. Ja, wir haben gar kein Holz. Ich würde erst mal aufhören zu bauen, oder? Sammel ganze Zeit Holz. Okay. Muss mal PC neu starten, bin gleich wieder da. Alles klar, Bille. Mach die Haare weg, dann findest du den Eingang. Oh Gott, Racker. Bug ist vorne, nicht hinten. Ja, Entschuldigung, Heck. Ich bin nicht so seetauglich, Matze, weil ich mag das Meer nicht und auch dementsprechend nicht, Schiffe nicht. Aber spielst Raft und Sunkenbank. Geil. Ja. Ich bin trotzdem gespannt, wie sich das in Sunkenland entwickelt. Ob ich irgendwann an den Punkt komme, wo ich nicht mehr weiterspielen kann. Ich hoffe es nicht, weil das Spiel entspannt mich ja auch mega. Ja. Aber wenn ich nicht weiter tiefer runter tauchen kann, dann müsst ihr halt in die tiefen Löcher rein. Das ist also Tiefe. Tiefenlöcher kenne ich. Kennst du dich aus?
Sehr gut. Tiefe schwarze Löcher. Das Schiff, das schwankt so, dass ich unter Wasser gehe hier um. Ja, mehr Filme kann ich sehen. Also das macht mir nichts aus, Matze. Mac kann ich mir angucken. Das ist auch gar kein Problem. Das kann. Gucken kann ich das. Ich kann, darf nur selber nicht ins Wasser. Mein Chef nennt man Hintern Achtern. Aha. Ich kenne nur Bug und Heck. Mehr kenne ich nicht. Die hat auch Achtern. Die geilen Achtern. Oh Gott. Oh. Oh, jetzt hat ihr mal die Zensi gewonnen eben. Oha. Ach, hier, die Frau, die ich dir geschickt hatte, hier im Discord, was wir uns gestern angeguckt hatten, die hat mich gestern Abend noch angerufen und geschickt. Hat die auch einen geilen Achtern? Hast du noch gesehen? Ah, nee, oder doch. Doch, das hat sie auch in dem Bild. Ja. Die hatte ich angerufen. Was wollte die von dir? Ob ich Schicht hab. Dass sie kommt? Na, ob ich Schicht hab. Ja. So. Kannst du ihren Achtern. Und dann wolltest du kommen, oder was? Mit deinem Paddel. Wolltest du mit dir quatschen, oder was? Cool. Dann kannst du ihren Hintern. Also ihren hat sie ja wohl auch Interesse an dir, oder? Ihren Achtern spanken mit deinem Paddel. Weißt du nicht? Ist ja, meistens ist es ja so, dass man. Wenn man andere Leute Tipps gibt oder was sieht, wenn man selbst in der Position ist oder das hat, dann sieht man das ja. Stammtisch! Achso, du meinst, sie braucht von dir Hilfe eher? Nein! Wenn du jetzt auf Party gehst, ne, siehst du selbst nicht, ob die Person was von dir will oder nicht. Andere Sachen, oh, der hat dich total angeschmackt, der will doch was von dir, aber du selbst siehst das. Ja, ich sehe sowas sowieso nie. Hm? Ich bin sowieso bei sowas total resistent. Das siehst du ja, ich bin Karl-Heinz. Ich bin auch resistent. Hille, Bibi und Prost! Hello. Eigentlich ist es ja auch so, dass wir als Angestellte auch gar nichts mit Gästen anfangen. Eigentlich. Jetzt legt der Paddel richtig los. Der neue Startslogan bei Disney, los geht's, ich bumse dich von Achtern. Ja, richtig, sehr gut, ja. Sie wollte nackig quatschen, genau, Matze. Nackig? Nackig. 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 Unterhalten wir uns auch nackig? Nee, wie die Chefin verdrängst nicht. So. Vielleicht ist es ja auch nur ein Filter, den sie drüber hat. Du sitzt doch nackt vom Rest. Richtig, vielleicht bin ich ja eine Anime-Figur. Anime-Figur. Vielleicht habe ich ja, so wie die Anime-Figuren über sich drüber haben, vielleicht habe ich ja eine Menschenfigur über mich drüber. Vielleicht sehe ich ja gar nicht so aus. Also bist du Donald Duck? Vielleicht sehe ich komplett anders aus. Vielleicht bin ich ja sogar ein Mann. Vielleicht bin ich Manuel Neuer. Man weiß es nicht. Ich habe meine Stimme verändert, ich habe mein Aussehen verändert. Jens, was sagst du dazu? Richtig. Nackig quatschen mit vollem Sprichspann, ey, das ist unhöflich. Das ist Manuel Neuer, okay. Achso, deswegen magst du Fußball. Ja. Und Jens steht auf Manuel Neuer. Achso. Und ihr habt Tom und Maya adoptiert. Jetzt kommt alles raus. Hab ich doch gesagt, dass ich, wenn ich weiß, wie es passiert ist. Jetzt kommt alles raus. Jetzt kommt alles raus. Ja. Sie spinnt ganz einfach. Tja, Jens. Dann frage ich mich, entweder war sie vorher schon so kaputt oder du hast sie kaputt gemacht. Sag die Wahrheit, Jens. Du darfst.
Also ich kann es ja auch erzählen. Also ich war schon immer kaputt. Mhm. Aber ich glaube, ich werde im Alter noch geiler. Gar nichts. Noch kaputter. Mhm. Okay. Mhm. Vielleicht ist das hier im Stream gar nicht Nadine, sondern Manuel Neuer. Ja, eben, Lüschmusi, eben. Ich hab ein Avatar auf mir drauf. Ja. Avatar mit Nippel. Ja. Nadine, hier kommst du bitte nach unten. Oder hast du gerade zu tun? Wieso, was brauchst du denn von mir? Ich brauche nichts von dir, sondern du sollst das Schiff vorbereiten, damit ich weiterbauen kann. Aber ich habe doch gar kein Holz. Ja, deswegen sollst du runterkommen. Babsack. Allah, was geht? Allah, komm jetzt. Du kannst doch wohl... Hier, diese Kiste. Ja. Diese Kiste. Ja. Diese Kiste. Der Problem ist, wenn ich jetzt weiterbaue, brauchst du Material, also Eisen und Nägel, um den Hai hast du doch Quatsch hier, zu machen. Hast du doch hier drin, du Papsa. Boah, du bist so eine Pappnuss. Wo ist Plastik? Oben. Aha. Also doch nicht vorbereitet. Merkt er nee. Schon. So, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hey, du bist ein sehr, sehr geiler Typ. Wie du das immer hinkriegst, weiß ich nicht. Wie du das alles unter einen Hut bekommst. Du siehst immer top aus. Top Outfits, Top Friese übrigens auch sehr, sehr geil. Lass dir nichts anderes erzählen. Du bist über jeden Zweifel erhaben. Du bist sehr geil. Und jetzt? Du bist super geil. Weil ich gezählt habe, konnte ich gar nicht mitmachen beim Supergeil. Danke für 150 Biddies. Achtung, funktioniert mein Cam-Zoom eigentlich noch? Supergeil. Okay, das sind jetzt 40 Platten. Das sind ja schon mal 40. Jetzt können wir das erstmal verstärken. Ja. Also du willst doch größeren Boden machen, oder was? Ja, 260 oder was es ist. Rabi, Fluss voraus. So, jetzt kommt der Hai und knabbert das weg, weil du nicht vorbereitet bist. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie du das machen willst. Deshalb solltest du mir das sagen. Du hast gesagt, du bist vorbereitet. Ich habe gesagt, ich habe Holz. Mehr habe ich nicht gesagt. Also gib nicht mir die Schuld. Du Babsack. Man nennt was verstanden. Die war schon bekloppt, wo ich sie kennengelernt habe. Ja. Er wusste, worauf er sich einlässt quasi. So. So schön mit immer. Gell? So, das sind jetzt schon mal 40. So. Also das ist die Länge jetzt, was du sagst. Nee, wir brauchen ja 200. Nein, das ist die Länge. Ach so, ja. Die du gerade machst. Weil das andere war die Breite und das hier ist die Länge. Ja. Gesundheit. Danke, ja. Auf meiner Friese kannst du Parmesan raspeln. Ich war heute voll beim Rasieren und hab die Maschine genommen anstelle der Klingen. Ach du heiliger Strohsack. Ach, du steckst mich an. Auf mich anzustecken jetzt. Montag ich nies ja auch schon. Du warst vorher schon erkältet. Also hast du mich angesteckt. Ach, geh doch auf den Arme. Du geh auf den Arme. So, kannst du damit erstmal arbeiten? Ja, oder muss ich weiterbauen? Ich weiß halt nicht, wie das jetzt hier geplant ist. Muss ich also von oben die Platte jetzt in die Richtung irgendwie machen oder so? 260 Stück abzählen. Oder ja, was? Und nach vorne muss es ja spitze abgehen. Du siehst ja im Discord den Party
Partybus, Raft Partybus Kanal und da ist die Titanic drin und die müssen wir irgendwie so hinbekommen. Steht Partyschiff, aber egal. Also du musst vorne spitzer machen. Jetzt werde ich hier noch korrigiert. Ja. Das war ganz dringend auf den Ohr. Bist halt drin Babsack. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, hier machen wir noch einen Zehner hin. Ich brauche Nägel. Hast du doch alle hier rausgenommen. Nägel, Schrott. So. So finde ich es gut. Und jetzt alles andere nach vorne. Also da, wo du hinten gemacht hast, soll aufhören auch. Ja, das ist das Ende und das ist jetzt hier vorne, das vorne. Und wenn wir jetzt nochmal 10 hier hin machen, habe ich die jetzt gerade wegsortiert? Nee. Ich hab nicht genug da. Dann passt, dann haben wir jetzt schon 2, 4, 6. Jetzt im Moment haben wir 50. Titan ist einfach, muss nur zum vorletzten Gebiet und euch im Eisberg suchen. Genau, Trebor, ja. Ich geh mal kurz auf den Ormer, ich habe auch irgendwas im Auch. Mir juckt überall. Ich bin gleich wieder da. Oh Mann, ey. Oh. Nee, du hast davon jetzt echt einen Clip gemacht, oder was? Du, ey, kann doch wohl nicht wahr sein. Oh. So. So, ich bin wieder da. Juhu. Hallo, Nefele, Mahlzeit. Frage, warum baut ihr nicht mit dem schönen neuen Bauteilen? Haben wir doch gemacht, Nefele. Was? Mit den Bauteilen? Ja, mit den Querstangen wahrscheinlich wieder, ne? Hä? Meint er dann, wir hätten nicht... Nein, die neuen Bodenplatten zum Beispiel. Du meinst jetzt hier, die da. Du kannst ja aufrüsten auch. Du kannst ja erstmal damit bauen, weil die sind halt ein bisschen teurer. Ne, brauchst ja eine Bodenplatte, also eine Plank und einen Kunststoff mehr für die bessere. Kannst es aber nachträglich ja noch aufwerten. Das ist ja kein Problem. Ja, also wir bauen erstmal so und werten dann so auf, wenn wir dann im Endgame sind. Beziehungsweise unten braucht man ja das nicht, weil das sieht man ja nicht. Das kannst du ja da machen, wo man sieht. Na, du kannst ja dann hier drauf gehen und kannst es dann verändern. Du brauchst ja nicht gleich so bauen. Aber, Rafi, wir wollen ja weiterhin unsere Motoren so klein wie möglich lassen. Also müssen wir dann einfach gucken, dass wir einfach jetzt hier so einen Klotz bauen und gut ist. Weißt du, was ich meine? Unten. Ich weiß halt nicht, wie klein du hier unten haben willst. Weil das ist ja auch schon größer, als du vorher gesagt hast. Du meinst länger, oder was? Ja, länger, ja. Nö. Die Titanic ist ja normalerweise 269 lang, haben wir gesagt, aber die brauchen wir ja. Jetzt mache ich sogar noch ein bisschen kleiner.
Weil wir haben auch die Breite ja nicht gehabt mit 28, sondern jetzt haben wir, waren wir 24. Also machst du wie viel? 50 lang nur? Nein, ich bin ja noch am Bauen. Ich brauche Material. Ich kann ja nicht weitermachen. Ja, alles in die Kiste. Wobei die dran. So, jetzt geht's noch mal 10 nach da hinten, dann haben wir 60. Drei Antriebe hatte die Titanic. Was für einen Vorteil haben kleine Motoren? Es gibt nur diese Motoren. Nur du brauchst pro 100 Fläche, also pro 100 dieser Fundamente, brauchst du einen Motor. Jetzt haben wir 66 Fundamente im Moment noch. Jetzt haben wir wahrscheinlich, also bevor wir das hier jetzt gebaut hatten. Deswegen wollen wir halt die Titanic so klein wie möglich halten. Wir wollen jetzt nicht, also je mehr Fläche du eben unten hast, umso mehr Motoren hast du. Wir brauchen aber hier jetzt zum Beispiel, wir machen das jetzt nach lang und dann machen wir es so, aber hier in der Mitte, das bleibt Wasser. Und dadurch sparst du ja auch einige Motoren. Wir brauchen hier den Platz unten nicht, sondern wir bewegen uns ja ab dem ersten Stockwerk, wollen wir das so machen für die dritte Klasse, dann nächste Stockwerk für die zweite Klasse. Ich gucke mir aber dann auch noch mal das Bild an, wie viele Stockwerke genau die Titanic hat. Wo ist das eine schöne Bild hier? Hier. Die Titanic hat ganz unten zum Beispiel bei der Motorenraum und der Lagerraum gewesen. Könnt ihr auf Discord mal gucken. Oder ich kann mal kurz umschalten. Mal gucken, ob meine Tasten heute gehen. Die wollen. Ja, gehen. Also unten ist der Motorenraum und dann fängt es halt an, beziehungsweise Motorenraum und Kisten würde ich sogar zwei hoch machen. Und dann kommt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Etagen. 9 Etagen. Dass ihr das mal gesehen habt. Mal gucken, ob wir das so umsetzen können, das ist eine andere Frage, aber ja. So, jetzt machen wir wieder weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wieso zähle ich 8 ab und brauche 10? Weil ich verwirrt bin. Oh, ein Nagel. Ein Nagel fehlt. Ich hab hier. Oh, wir sind im Wasser, ey. Huch! Wo ist der Nagel? Da! Da schwimmt er. Okay, jetzt haben wir 60. Jetzt haben wir 60 Platten. So. Eins nach dem anderen. Wieder eine Werbepause. Twitch macht das jetzt wohl, dass sie keine Ahnung, wie viel Werbung ineinander klatschen, dann mehr schreiben, wie viel Werbung und noch wie lang. Ja, ja, die haben da einiges geändert. Blöde Schmosi. Wenn die Titanic fertig ist, gehst du mit ihr unter. So sieht's aus, Gundermeier. Dann geht's in Richtung Temperance und dann klatschen wir weg. Ja. Check. 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 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hör auf, Schiff unterzugehen, sonst ist was los. Nicht zu viel. Du brauchst die Nägel. Ich brauch Nägel, ja. Habe ich jetzt 20 gemacht? Habe ich gerade 10 oder 20 abgedingst? Ich hab 20 gehört, also.
Titanic 2 wird ein Horrorstreifen, ja. Ja, es sind noch 20, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Ja. Es sind 20. So. Noch einmal 20. Ja. Wird halt jetzt gleich sehr lustig werden, weil wir da hinten halt unsere Basis haben und wir gehen halt immer weiter nach vorne. Vielleicht sollten wir so weit noch gar nicht, ich weiß nicht, jetzt an die Inseln dran. Oh Gott, vor allem, oh Gott. Vor allem mit der riesigen Titanic jetzt nach Temperance. Wir knallen doch überall dran. Warum sind wir hier unter Wasser? Muss langsam los, um in die Arbeit zu fahren. Muss den Bus früher nehmen, weil sie wieder meinen zu streiken. Ja, ich weiß. Bei meinen Kindern ist es auch so. Ist ganz fürchterlich. Durch, Mosi. Lass dich nicht ärgern auf der Arbeit. Hab eine gute Schicht. Und schönes Wochenende wünsche ich dir schon mal. Bis nächste Woche. Titanic 2 sollte ja mal gebaut werden. Ja. Jetzt müssen wir halt aufpassen, wie mit dem Lenken halt auch, ne? Das hier hoch und runter. Ich weiß, weil ich stoppen muss, wenn ich den Anker werfen soll. Ja, stopp. Wenn jetzt eigentlich. Anker ist. Wir sind halt unter Wasser. Vielleicht machst du erst mal hinten fertig, Rafi. Dafür brauche ich Nägel. Weil hinten ist safe. Die hast du. Das kannst du ja machen. Oder? Denke schon. Weiß nur nicht, wie wir zumachen. Wie wir zumachen? Was heißt zumachen? Soll doch nicht, also du willst ja nicht die unteren Dinger hier lassen, sondern von oben nach unten bauen und zumachen. Ja, wenn das möglich ist, das nächste Stockwerk zu bauen mit der Freifläche unten. Du hast ja gesagt, das geht, ne? Das geht eigentlich. Ich habe das ja so hinbekommen. Wie viele Felder hast du jetzt hier gesetzt von uns? Ja, wenn du jetzt aber in Discord mal guckst, hinten die Titanic, die hat so ein langes, spitzes Ding nach hinten. Das sind 15. Und da sind dann die, da sind dann die Motoren, also die Propeller da oder wie die heißen, Rotoren dran. Ist halt die Frage, ob wir da hinten halt diese Dinger setzen, die Motoren, ne? Ja, musst du dann unten auch bauen dann, damit da Motoren dran kommen. Weil die Motoren, die drehen sich aber ja nicht so bei uns, sondern andersrum, wenn du verstehst, was ich meine. Schiffsschrauben. Ja, du hast die halt zur Seite hin gemacht und nicht nach hinten. Was habe ich? Was? Du hast die ja seitlich gemacht und das Lenkrad ist ja auch eigentlich in die Länge. Du hast die genau falsch rum gemacht. Heißt, die müssten einmal um 90 Grad gedreht werden. Ja, genau. War das nicht bei der Titanic auch so, dass die Kate Winslet vor dem Leo stand? Und gesagt hat, ich habe die Dingsbumse, die habe ich beobachtet, da die Schiffsrauben. Hummeltinchen, herzlich willkommen im Chat, wie geht's dir? Hallöchen. Dingsbumse. Also es ist möglich, okay. Richtig. Dann wäre die Frage, ob man das vielleicht... Wie viel haben wir denn jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hä? So, ich hab 15 gezählt, also. Ich habe jetzt gerade bis 10 gemacht, dann müsste ich ja hier irgendwie so eine Spitze machen eigentlich. Genau, Hummeltinchen, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Deswegen habe ich mir gedacht, dass man die Spitze halt noch machen müsste, ne? Ja, und dann musst du mir sagen, wo die Mitte ist. Also müssen wir eigentlich hier weiterbauen. Und ab hier jetzt eine Spitze bauen. 6, 8,
Titanic mit einer Watchparty. Oh, wollt ihr das mal sehen, Matze? Raft ist ein so schönes Spiel. Ja. Ich spiele das schon seit 5 Jahren, Hummeltinchen. Seit 5 Jahren. Das ist jetzt schon Raft Staffel 2 bei uns. Als Trinkwatchparty. Jedes Mal bei Jack einen kurzen. Also hier ist die Mitte. Wo ich bin. Von der Breite? Hier ist die Mitte. Soll ich mal darüber bauen oder was? Von da? Puh. Schwierig. Du hast das Holz, ne? Ist auch gleich wieder alle. Ja, deswegen. Bei Rose 2 kurze. Also, okay, ich habe erst Anfang des Jahres für mich entdeckt. Ach, schön, Hummeltinchen. Also, falls du Fragen hast, ich poste mal einen Link von meinem YouTube-Gedönse. Wunder dich nicht, so die ersten Raft-Videos, die sind 5 Jahre alt von mir. Da war ich noch ein ganz kleines. Aber da gibt es auch ganz viele Tutorials, habe ich, falls du da irgendwie nicht weiterkommen solltest. Oder sonst irgendwie was, da kannst du mal Looky Looky machen. Hab vorher 12 Jahre World of Warcraft gespielt und nie Zeit für was anderes gehabt. Auch geil, Hummeltinchen. Es sei dir vergeben, World of Warcraft ist auch ein geiles Spiel. Hast du das gespielt, oder? Ich kenne deine YouTube-Videos. Ach so. Nee, also ich hab Warcraft 2 hatte ich gespielt. Habe ich sehr gerne gespielt. Spiele ich bis heute sehr gerne. Ja. Und dann kam World of Warcraft raus und dann habe ich keinen zum Spielen gehabt. Auch nicht gespielt. Nee, ich habe nur Warcraft 2 gehabt. Habe ich sehr gerne gespielt. Ich fand Warcraft 2 auch cool. Da war die Nadine 20 richtig mal sehr. Okay, sehr gut. Ist jetzt 34 her, dass ich... Oha. Onkel Fester, oha. Hallo Anja! Feierabend schon? Sehr gut. WoW spiele ich aktuell wieder. Hallo Mythkeeper. Hast du Warcraft 2 eigentlich noch? Ja. Okay. Müssten wir auch mal spielen. Ja, es geht ja nur offline, ne? Lokal. Geht doch online. Warcraft 2. Ja. Das ist doch ein Offline-Spiel gewesen. Da gab es doch noch gar kein Online. Klar. Battle.net-Version gibt's doch. Hast du die allererste? Oder hast du die allererste Version noch? Ja, wahrscheinlich. Oh, das freut mich, Hummeltinchen. Das ist schön. Also, ich hab's mir auf GOG nochmal geholt, aber ich hab's auch auf CD hier. Feierabend oder keinen Nerv mehr. Nenn, wie du es willst. Oha. Wow, werde ich nicht mehr anfassen. Bei mir ist da die Luft raus. Ach so, WoW. 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 Ja, irgendwann hat man da drauf keinen Bock mehr. Ich kenne das Hummeltinchen, ja. So, Warcraft 2 spiele ich gerne, aber WoW ist auch Luft raus. Nee, wusste ich wirklich nicht. Ja, Anja, ich freue mich auch. Warcraft war damals ein Offline-Spiel. Da gab es noch gar kein Internet, wo ich das Spiel gekauft hatte. Also. Ja, das gab es auf DOS und danach auf Windows. Und du kannst das heute auf GOG spielen. Nee, da hatte ich schon Windows gehabt. Ach so. Ja, aber hier gibt's das auch mit online. Ist ein Windows. Habe ich das nicht hier? Warte mal, ich guck mal, ob ich das hier hinter mir liegen habe. Dann gab's das da. Die Version, die du hast, ist halt die alte Version. Und es gibt eine neuere Version. Das ist die Battle.net-Version. Ah, oh, habe ich oben, habe ich hier nicht liegen. Ja, Nadine, dann musst du dir das holen und dann spielen wir. Für 9,39 €. Oh, voll geil. Was? Schick dir den Link von. Nee, als ich Warcraft 2 gezockt hatte, da gab es noch kein Internet. Jedenfalls nicht für normale Menschen.
für bezahlbare. Es gibt eine Battle.net-Version, also wenn da kannst du online. Mal ein Spiel empfehlen darf, dann Sankenland. Hummeltinchen, ich spiele jeden Montag Sankenland. Um 19 Uhr. Ich bin total versuchtet in Sankenland. Das ist mein neues Lieblingsspiel. Und auch wenn es gerade keiner mehr spielt, ich hab's jetzt als Sankenland, ich will mal sagen Release, aber es ist alles noch Early Access. Also, als es Sankenland zu kaufen gab, sagen wir es mal so, habe ich mir Sankenland gekauft nach einer Woche und seitdem spiele ich das. Und das ist schon wieder so out bei ganz vielen Menschen oder die warten aufs Update. Aber ich kann einfach nicht anders. Sankenland entspannt mich mega. Es ist so geil gemacht mit der Grafik. Es erinnert mich so an Waterworld und ich liebe einfach Sankenland. Genau, konnte sich keiner leisten, Racker, ja. Nadine, war das vor 30 Jahren? Kostet derzeit 15 Euro auf GOG für WC1 und WC2. Okay. Ja, Hummeltinchen. Ja, vielleicht sehen wir uns ja auch mal montags bei Sankenland. Fahren wir weiter, oder? Ich habe jetzt alles von der Info runtergeholt. Also, oben drüber, nicht oben drunter. Oder wenn ich es auch mal wieder zwischendurch spiele. Dienstags, donnerstags oder freitags.